Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die hier auf Dunnebär TV. Wie in der letzten Folge angekündigt, wir stehen hier beim Abschlussloot. Ihr seht's, ich habe mich hier vorne hochgebaut. Taschen sind einigermaßen leer. Ich würde sagen, wir hauen uns jetzt erstmal hier so einen Augenschmaus rein, damit wir ein bisschen besseren Beutebonus haben. Ich hoffe, der Platz reicht. Wenn nicht, muss ich gleich nochmal was wegwerfen. Sollte aber auch nicht das Problem sein. So, dann fangen wir erstmal an mit dem Kram Munition. Nehmen wir mit. Waffentasche. Einmal Handfeuerwaffen. Okay, das ist natürlich miserabel hier. Hätte ich mir jetzt mehr von versprochen. Gut, einmal Kisten. Savage Country Box. Einmal Rüstung. Autoteilekiste. Einmal Sammelwerkzeuge und Ölschiefer. Buchladenkiste. Schlagringebuch und Modbuch. Und Autoteilekiste, nochmal ein Autobuch, nochmal Sammelwerkzeuge, Ölschiefer und Reifen. Und zum Schluss haben wir noch Mo Power. Das kennen wir schon. Einmal Fahrzeuge, einmal elektrische Handwerksfertigkeiten. Und jetzt geht's an die Hauptkiste. Top! Im ersten Versuch. Erstmal die ganzen Bücher. Pfeilen, Reparaturwerkzeuge, Sammelwerkzeuge, Rüstung. Ganz ehrlich, nein. Nehmen wir raus, was geht. So, und jetzt muss ich mir überlegen, wovon ich mich trenne. Ja, Moment. Nehmen wir mal das Mod. Das Mod, der Mod, den Mod. Ich glaube, den kriege ich einfach irgendwo unter. Hier. Hier ist kein Platz mehr. Hier hätten wir wahrscheinlich noch einen. Und der passt. Ah ne, da haben wir keinen mehr. Dann in die Füße. Beine. Beine gehen nicht. Füße gehen. Irgendwo passt es ja immer. Das reicht schon. Perfekt. Dann schmeißen wir jetzt trotzdem nochmal eine Handvoll Teile hier rein, weil ich einmal mit euch hier diese Kiste aufmachen will. Gucken wir mal, was es da gibt. Dreimal das Buch Fertige Fallen, Munition und einen automatischen Maschinenpistolen-Geschützturm. Da hat er wieder nicht zu Ende gedacht. Der Depp, die 5er-Mission abgeschlossen, endlich mal wieder erfolgreich. Die wollen wir jetzt noch schnell abgeben, bevor der Tag vorbei ist. Dann geht's los. Was kriegen wir hier? Gedämpfte Verbindungsmod, 4er Stahlbeinschienen. Die sind besser als die, die ich habe. Und geschmiedeter Stahl. Ich glaube, ich nehme die Beinschienen. Dann gucken wir mal, was du sonst noch so für Aufgaben für uns hast. Befallene finde ich ein bisschen krass. The Last Sunset Nursing Home. Los geht's, die nehmen wir. So, dann gucken wir uns mal schnell die Beinschienen an. 1,6. Ja, okay, 3er hatte ich vorher, ne? Und hier räumen wir dann die Mods wieder rein. Da ist sogar wieder Platz für einen mehr. Sehr cool. Zu Hause angekommen. Und werden wir jetzt ein bisschen fleißig sein. Und zwar seht ihr oben rechts Fahrzeugbrennsparer-Mod. Ich habe die Liste schon zusammengepackt. Und hier können wir sie auch direkt bauen. Braucht eine Minute. Das machen wir. Und in der Zeit, während das läuft, gehen wir nochmal hier rein und gucken uns diese Doppeltaschen-Mods an. Da habe ich nämlich auch gerade nachgeschaut. Da kann ich 2 Stück von unterbringen. Muss ich die auch in der Werkbank bauen? Sieht ganz so aus. Dann schieben wir die noch hinterher. Dann passt das und das Verfolgen kannst du wegpacken. Das brauchen wir nicht. Dann packen wir nämlich hier nochmal ein bisschen mehr Stahl in Auftrag. Das werden wir für die nächste Border Base, egal ob wir die aktuelle upgraden oder eine neue bauen, wir werden es auf jeden Fall brauchen. Dementsprechend kann das schon mal laufen. Ansonsten Beton habe ich hier schon mal reichlich vorbereitet. Dann haben wir hier diese automatischen Maschinenpistolengeschütze und Thema Strom. Da haben wir ja den Generator bekommen. Das hier hatte ich die Tage mal gekauft. Und habe auch schon geguckt, wir haben 5 Motoren dafür. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch einen Motor. Wir haben schon ein paar Bewegungssensoren, also stromtechnisch sind wir da auch auf jeden Fall schon am Start. Was wir gerade noch mal machen können, wenn wir schon mal hier sind, ist gucken wegen dem, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, Elektrozaun vielleicht? Elektrozaunpfosten, hier, die Dinger sind das. Die kann ich sogar schon herstellen, elektrische Teile und geschmiedetes Eisen, das ist ja nicht so viel. So, dann lasst uns mal eben die Rüstungsteile unterbringen. Hier war noch ein Platz frei. Zack. Und in den Stiefeln war auch noch Platz frei. Und damit haben wir dann, jetzt sieht man es gerade nicht, weil es draußen, also weil wir Nacht haben, da bin ich eh unbegrenzt.
aber spätestens am nächsten Morgen werden wir das schon merken. So, dann gehen wir einmal raus zum Motorrad und basteln hier die nächste Mod rein. Da haben wir jetzt den Fahrzeugscheinwerfer-Mod. Da kommt jetzt der hier rein, verbraucht weniger Brennstoff. Das ist schon mal super. Wir müssen nicht ganz so viel tanken. 13, können wir schon mal die ersten in Auftrag geben hier. 2 Stück. Das heißt, wir haben jetzt 4 Stück in Auftrag. Das heißt, wir können in der nächsten Orderbase definitiv schon mal 2 von denen aufstellen. Wir können den Generator aufstellen, das bringt uns nichts. Da brauchen wir ja diese kleinen Platten für. Und theoretisch hätten wir sogar den Maschinenpistolen und den Schrotflintengeschützturm. Den Maschinenpistolenturm, da habe ich so viel Munition für. Den werden wir wahrscheinlich als erstes dann nehmen. Und die Klingenfalle. So haben wir für die nächste Horde-Nacht zumindest schon mal alles vorbereitet, was die Fallen und so weiter angeht. Da vorne sehe ich auch schon einen Außenbereich, wo wir dann wahrscheinlich wieder runterhüpfen werden. Dann werde ich das gute Stück einfach hier direkt vorstellen, so dass ich abreisefertig bin. Und dann starten wir los. Ich werde diesmal versuchen, mit der Waffe hier zu spielen. Oha. Weiß noch nicht, ob mir das gefällt, was ich hier sehe. Egal, starten wir. Ein sehr schöner Eingang. Unten bleiben. Musstest du ausgerechnet jetzt kommen, wo ich nachlade? Schon ein bisschen frech. Okay. Ich glaube, wir sind drin. Möge das fröhliche Looten beginnen. Hallihallo. Ja, ich mach's schon wieder in der Nacht. Aber nur den Anfangsbereich. Also ich bin mir ziemlich sicher, die Nacht wird schnell vorbei sein. Und dann gucken wir da mal vernünftig weiter, wenn die großen Horden kommen. Boah. Okay, im Scope Panik ist irgendwie blöd, stelle ich gerade fest. Okay, also mit der Waffe funktioniert auch gut. Kann man nicht anders sagen. So, und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wurde ja jetzt schon häufiger gesagt, dass ich immer mit dem Zahnstocher unterwegs bin. Ja, ich spiele sehr gerne mit dem Speer. Das ist einfach so, aber wie wir in den letzten Folgen ja schon festgestellt haben, ich werde damit nicht großartig weiterkommen, wenn wir in diesen hohen POIs unterwegs sind und es Richtung Abschlussloot geht, wo dann ordentlich Wellen an Zombies kommen oder ordentliche Mengen. Da kommst du mit dem Zahnstocher halt einfach nicht weit. Dementsprechend werde ich jetzt ein paar POIs. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Ein paar POIs versuchen ausschließlich mit Waffen zu machen. Dadurch, dass ich so viel Munition gespart habe, kann ich mir das wahrscheinlich auch leisten. Damit ich mich einfach an die Waffenhandhabung gewöhne. Und dann ist es für mich dann nachher nur noch die Aufgabe, vernünftig das mit dem Switchen hinzukriegen, wenn es dann brenzlig wird, dass ich rübergehe vom Speer auf Shotgun oder was auch immer. So, was haben wir hier? Das ist wieder Müll. Und das ist auch Müll. Da sehe ich mein Abschlussloot und es scheint zu brennen. Nehmen wir. Nehmen wir auch. Oh. Oh, das ist einer von den Zombies, ne? Jetzt nicht mehr.
Interessante Pose. Na dann, was erwartet uns hier oben? Schon ein paar mehr. Okay. Boah. Geh wieder auf meine Leiter. Da fühle ich mich wohl. Kann mir mal einer erklären, warum ich die jetzt nicht getroffen habe? Okay. So können wir das mit dem Waffenswitchen natürlich auch üben. War nicht so geplant, aber egal. Hängt ihr jetzt hier fest? Die steht doch jetzt nicht nochmal auf, oder? Nee. Okay. So, was mir gerade auffällt, die ist fast kaputt. Die repariere ich mal schnell. Dann bin ich ja mal gespannt, ob wir diesen Außenbereich jemals betreten dürfen. Was haben wir hier? Ein Lager. Mhm. Medizinschränkchen. Halt Bücher. Und Feuerwaffen. Schon wieder ein Schreikopf da draußen. Ohne behindertengerechte Badewanne. Und das in der Apokalypse. Finde ich cool. Sehr löblich. Ich wollte schon immer mal Gardinen mit der Shotgun aufmachen. Da unten ist sie. Naja gut, dann werden wir hier irgendwann mal Besuch bekommen, sobald die ihre Armee zusammengeschrien hat, die groß genug ist, uns hier zu erreichen. Schöne Arbeitszimmer haben die hier, muss ich sagen. Das kennen wir noch nicht. Das können wir auch noch machen. Nochmal Gewehre. Nochmal Bögen. Und nochmal Rüstung. Also Rüstung haben wir richtig viel bekommen in letzter Zeit. Okay, dafür ist Parkour richtig cool. Nur die Frage, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Irgendwas übersehen? Nee. Hier ist alles zu. Da ist auch alles zu gewesen. Hier ist noch ein Bücherregal. Oder muss ich doch über den Fahrstuhlschacht nochmal irgendwie... Nö. Hä? Okay. Also ich sehe, dass man da hochkommt. Nee, hier muss es einen anderen Weg geben. Verschlossen, verschlossen. Ich guck nochmal alle Türen nach. Irgendeine habe ich bestimmt übersehen. Logisch. So. Verzeihung, manchmal stehe ich auf der Leitung.
2 Schuss. Hat gereicht. Bisschen was aufräumen, bisschen was zerlegen und ein paar Steroide in mich reingepumpt, wenn ich sie wieder finde. Dann ich habe die rausgeräumt. Ne, da sind sie. Die bitte. So, und an der Stelle sei auch nochmal erwähnt, wenn ihr irgendwie eine Waffe kennt oder wisst oder sehen wollt, immer her damit. Rein in die Kommis und dann besorge ich mir die irgendwie und gucke mir den Spaß nochmal an. Ja, wie gesagt, ich bin ja nicht so der Waffentyp in dem Spiel. Also Schusswaffen meine ich jetzt natürlich. Sondern eher so der, ja, das sieht nach einer Falle aus. Gucken wir jetzt mal weiter. Eher so der Melee-Typ. Hier mit Speer und eigentlich Knüppel immer. Wobei ich sagen muss, aktuell ist der Speer vom Ranking her höher als der Knüppel. Was so mein persönliches Empfinden angeht. Das Ding macht richtig Laune. Okay, vielleicht ist der Fahrstuhlschacht doch keine Falle. Oh. Der sieht echt ungesund aus. Okay, neuer Abschnitt. Machen wir erstmal hier zu Ende. Sturmgewehre, Rüstung. Da war nix. Klowasser kann ich natürlich auch nicht liegen lassen. Ah, jetzt habe ich den Speer schon wieder in der Hand. Was mache ich denn hier? Alle Türen verschlossen, wollte mich. Und wieder nimmt er den Speer. Entschuldigung. Lady. So frech. Sich von hinten anzuschleichen, während ich noch mit meinen Waffen rumspielen muss. So, Knife Guy. Aber gut, ich bin zufrieden. In der letzten Folge hat es super geklappt. Da habe ich den Speer, glaube ich, so gut wie gar nicht benutzt. Aber ich bin schon wieder auf der falschen. Die hier wollte ich ja haben, ne? Außenbereich. Ist auch schick. Dachte gerade, der hat einen Rock an, aber... So, wie sieht's aus? Einmal Motorrad. Willst du mich auf den Arm nehmen? Was war denn das gerade? Ah ja, ich sehe schon, wie ich da drauf komme. Halli hopp. Und weiter geht's. Wie viele Patronen habe ich jetzt gerade in die reingeknallt? Sie steht nochmal auf. Bleib liegen, junge Frau. Wo sind die jetzt hergekommen? Von da oben? Da muss ich ja mal gucken. Oh, nee. Damit überspringe ich was. Da kommen wir sowieso noch rein. Da kommen wir hauen uns noch ein Schmerzmittel rein. Hey Mama, nicht so schnell. Ist das die gleiche nochmal? Nee, das war die, ne?
Die war einfach immer noch nicht fertig. Krass. Halt. Da liegt noch Medizin. Antibiotika brauche ich gerade nicht. Oh, da fällt mir gerade noch eine Kleinigkeit ein. Ich habe im letzten Stream noch den Hinweis bekommen, dass ich einen bestimmten Skill noch skillen soll. So, ich bin mal gerade hier den Arzt nämlich. Oh, darf ich gar nicht. Warum nicht? Intelligenzstufe 3. Ja, Intelligenz brauchen wir eh. Also, der Skill hier wurde mir ans Herz gelegt. Und zwar hat der den Vorteil, zum einen, man heilt schneller, man heilt mehr, man kriegt mehr EP. Und das Wichtigste, wenn du mich fragst, ist das Thema Schienen und Verbände heilen Verstauchungen sofort. Du hast also nicht diesen Malus für 30 Minuten oder 10 Minuten oder wie lange auch immer der immer ist. Ewig gefühlt. Ich habe jetzt schon wieder irgendwelche Malusse da. Wobei, sind die, kann ich die nicht noch zu Ende behandeln hier? Ja, kann ich. Dann nehmen wir nochmal hier so ein Verbandsdingen. Ne, hat nichts gebracht. Na toll. Genau, aber die verschwinden halt komplett. Das klang wie ganz viele, war aber doch nur der eine. Okay, war ich wohl doch schon auf dem richtigen Weg. Genau, also den Skill muss ich auf jeden Fall noch machen. Keiner drin. Das klingt so, als wäre da noch viel mehr. Aber wo? Oder ist das jetzt inzwischen die Schreitante, dass die Sophie hier rangebrüllt hat, dass sie nämlich gleich eine ganze Horde überrennt? So, schauen wir mal nach. Das hört sich alles so furchtbar nah an. Fürchterlich nah. Reißen die da draußen jetzt die ganzen Bäume ab? Ui. Die hat ordentlich was zusammengerufen da unten schon. Ich darf überlegen, ob ich da kurz einmal raushüpfe und mich darum kümmere, bevor ich hier gleich übergerannt werde. Ist das der Flur schon voll? So aus, als hätten die hier schon länger gegen geboxt, ne? Hm. Gut. Ich würde sagen, ob der Schreier hier reingekommen ist oder nicht, seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.